Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um unser Nachbarland Belgien. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch einzeln direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch da oben noch einmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit dem Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben und ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen aus diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Und damit starten wir mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise nach Belgien erfolgt in vielen Fällen aus Deutschland wohl auf dem Landweg. Aber auch ein Flug von zum Beispiel Frankfurt nach Brüssel wäre denkbar. In diesem Fall ist man nur eine knappe Stunde mit kleinerem Fluggerät in der Luft. Auf dem Landweg wird man stattdessen auf ein Auto, Zug oder Fahrrad zurückgreifen, je nach persönlicher Präferenz und Anreiseweg. Kommen wir zum Thema der Einreise. Ja, für EU-Bürger aus Schengen-Staaten ist die Einreise ein leichtes. Belgien gehört wie auch Deutschland zur EU und man kann einfach von einem Land zu einem anderen fahren. Grenzkontrollen finden für gewöhnlich nicht statt. Zur Identifikation genügt der deutsche Personalausweis. Für Reisende aus Drittstaaten gibt es andere Dinge zu beachten, die man für sein jeweiliges Abflugland am besten bei der entsprechenden Stelle der eigenen Regierung einmal nachliest. Land und Leute. Belgien grenzt an die Niederlande im Norden, im Osten an Deutschland, Luxemburg und im Süden an Frankreich. Wohl auch deshalb spricht man hier von den sogenannten Benelux-Ländern, was für Belgium, Netherlands, Luxemburg steht. Obgleich Belgien eigentlich aus zwei Regionen besteht, nämlich Flandern und der Wallonie. Während in der Wallonie die französische Sprache anzutreffen ist, wird in Flandern Niederländisch gesprochen. Genauer eigentlich Flämisch, wobei der Begriff belgisches Niederländisch am besten passt. Im Osten des Landes gibt es darüber hinaus eine kleine deutschsprachige Gemeinde. Alle drei Sprachen gelten als Amtssprachen. Mit Englisch kommt man aber ganz gut durch. Das Land selbst ist kein Flächenstaat, man kann schnell mal von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen fahren. Die verkehrstechnische Infrastruktur ist gut ausgebaut. Lediglich bei den großen Städten gibt es mal etwas Stau auf den Straßen. Das Landschaftsbild ist im Wesentlichen ländlich flach geprägt, im östlichen Teil gibt es aber auch hügeligere Abschnitte, die von den Ardennen oder dem Hochland Hohes Venn geprägt sind. Die Küste bietet dagegen breite Strände und lädt Urlaubsreisende zum Verweilen ein. Belgien liegt zentral in Europa und so ist das Klima ausgeprägten Jahreszeiten unterworfen, ähnlich wie wir das von Deutschland her kennen. Die Sommer können ausgeprägt warm mit Temperaturen bis 35 Grad im Extremwert erreichen. Dazu ist die Bandbreite von Sonne bis Regen und besonders steifem Wind an der Küstenregion durchaus möglich. Im Winter gehen die Temperaturen zurück und können auch weit unter dem Nullpunkt absacken. Auch hier, das belgische Wetter ist mit demjenigen in Deutschland vergleichbar. In Belgien wird mit dem Euro bezahlt. Das Bargeld spielt aber schon noch eine gewisse Rolle, eben auf dem Level, den wir auch aus Deutschland so kennen. Kartenzahlung ist aber an vielen Ecken möglich, egal ob Hotel oder Tankstelle. Obgleich, es gibt auch Hotels, die explizit Barzahlung verlangen. Zumindest war mir das in einigen Buchungs-Apps so aufgefallen. Prinzipiell weicht der Zahlungsverkehr aber nicht sonderlich von demjenigen in Deutschland ab. Das Stromnetz hat 230 Volt. Für die deutschen Schuko-Stecker, also die, ich sage mal, großen, ist ein Adapter notwendig, da in belgischen Steckdosen der Schutzleiter als Pin heraussteht und unsere Stecker somit nicht hineinpassen. Es sei denn, man hat einen Schuko-Stecker, der über ein entsprechendes Loch für den Schutzleiter verfügt. Die flachen Euro-Stecker gehen indes ohne weiteres einfach in die Dose hinein. Das Netz ist sehr stabil, bei meiner Reise habe ich keinerlei Stromausfälle erlebt.
Kommen wir zum Thema Internet. Seitdem es die Roaming-Regelung in der Europäischen Union gibt, ist es sehr einfach, hier in Belgien an Internet zu kommen. Die deutsche SIM-Karte loggt sich ohne Probleme in das belgische Netz ein und bei der Datenoption muss man im Smartphone eventuell noch auf Datenroaming stellen und schon ist man online. Es fallen also keine zusätzlichen Gebühren an. Die Netzabdeckung habe ich als gut empfunden und brauchbar. In vielen Hotels steht WLAN zur Verfügung, je nach Bleibe ist es mal mehr oder weniger schnell. Eine eigene SIM-Karte für Belgien zu kaufen ist also nicht unbedingt notwendig. Damit wären wir dann beim Stichwort Mobilität. Man kann nämlich durchaus sagen, dass in Belgien die Mobilität großgeschrieben wird. Das Land ist von einem gut ausgebauten Autobahnnetz durchzogen. Es gibt neben dem internationalen Airport in Brüssel noch kleinere weitere Flughäfen oder man kann auf Züge zurückgreifen. Aber wie könnte man in Belgien wohl das Fahrrad vergessen? Ähnlich wie im Nachbarland der Niederlande sind Radwege nicht nur in den Städten, sondern auch darüber hinaus geradezu vorzüglich ausgebaut. Sie werden von allerlei, ja ich sag mal Zweiradrigem genutzt, vom Fahrrad bis zum E-Scooter. In Brüssel gibt es ein eigenes Metrosystem und in weiteren Städten verkehren nicht selten Straßenbahnen. Erwähnenswert ist hier beispielsweise die Kusttram, welche die gesamte belgische Meeresküste entlang fährt. Kurzum, von A nach B kommt man in Belgien wirklich sehr gut. Stichwort Verkehr. Es herrscht Rechtsverkehr. Wie in vielen Ländern Zentraleuropas üblich, geht es auf den Straßen gesittet zu und man hält sich an die Regeln. Das Straßennetz ist gut ausgebaut, auch das Autobahnnetz. Die Hauptachse in Ost-West verläuft über Lüttich, bzw. im französischen Liège, Brüssel, Gent, Brügge und Ostende. Selten und abschnittsweise sollte man besonders auf der rechten Spur auf den Autobahnen auf den Teerbelag achten. Hier kann man durchaus mal auf ein tieferes Schlagloch treffen. Auf einigen Nebenstrecken, besonders in der Wallonie, sind mir auch Straßen mit abschnittsweise tiefen Schlaglöchern aufgefallen. Auf den Autobahnen sind 120 km/h erlaubt, obgleich das schon einige Autofahrer gibt, die gerne nochmal 5 oder 10 km/h drauflegen. Außerorts gilt 90 km/h und in Ortschaften 50 km/h. Es gibt aber auch viele Straßen durch kleinere Ortschaften, die mit 70 km/h fix passiert werden können. Da der Verkehr in einer Einheitsgeschwindigkeit meist daherrollt, geht es aber um einiges ruhiger ab als im Nachbarland Deutschland. Wie in den Niederlanden, so gibt es auch in Belgien zahlreiche Kreisverkehre. Egal ob an einer Autobahnausfahrt oder in Ortschaften, oft dreht sich der Verkehr im Kreis. In Ortschaften ist das Parken im Übrigen nur selten kostenlos. Oft trifft man auf Parkautomaten, die zu einem großen Teil auch per Kreditkarte bezahlt werden können. Die Spritpreise sind in Belgien mit Stand 2021 meiner Reise niedriger als in Deutschland, etwa im Bereich von 10 bis 15 Cent pro Liter. Das Befüllen des Wagens an der Zapfsäule muss selbst vorgenommen werden, es gibt keinen Tankwartservice. Je nach Tankstelle kann auch ein kleineres Terminal für Kartenzahlung aufgestellt sein, sodass man nicht mal ins Kassenhäuschen gehen muss. Kreditkarten werden in solchen Fällen akzeptiert. Man autorisiert also zunächst die Kreditkarte am Terminal, gibt die Zapfsäulennummer ein und startet den Tankvorgang. Wenn man noch eine Quittung haben möchte, geht man nochmal ans Terminal, tippt auf Ticket und die Zapfsäulennummer und bekommt den Bon ausgedruckt. Für E-Autos gibt es an Parkplätzen entlang der Europastraße 40 entsprechende Parkbuchten mit Ladesäule. Stichwort Übernachten. Hotels finden sich in guter Anzahl im Land. Aber auch Bed-and-Breakfast-Angebote, gern noch etwas abseits gelegen, kann man finden. Wer es besonders preiswert mag, kann auch mit einfachen Herbergen Vorlieb nehmen. Die typische Preisspanne pro Nacht bewegt sich folglich im Bereich von 30 bis 150 Euro in den Sommermonaten, insbesondere wenn man wie ich gerne nur 24 Stunden vorher online bucht, um maximale Flexibilität zu haben. Die meisten Hotels bieten Frühstück und Internet an. Die Ausstattung ist mit derjenigen in Deutschland durchaus vergleichbar. Auffällig scheint mir, dass die Belgier offenbar sehr weich schlafen. Das ist ja mal gar nichts für meinen Rücken. Der Check-in klappt je nach Bleibe auf Deutsch oder Englisch. In der Wallonie sind ein paar Brocken Französisch sehr zu empfehlen. Aufs Blaue ein Hotel zu suchen ist besonders in den Innenstädten möglich. Hier findet man schon mal ein entsprechendes Hotel am Wegesrand. Besser kann es natürlich sein, die einschlägigen Smartphone-Apps oder Internetportale zu nutzen, um ein Hotel vorab zu buchen. Damit kommen wir zum Punkt Einkaufen. Das Einkaufserlebnis unterscheidet sich nicht sonderlich von demjenigen in Deutschland. Die Ketten Lidl und Aldi und auch Spar agieren auch in Belgien. Weitere Ketten sind zum Beispiel Carrefour oder einfach nur Market.
Die Preise liegen auf dem uns bekannten Niveau und Kreditkartenzahlung ist meist möglich. Stichwort Essen oder Essen gehen. Die zwei wohl bekanntesten Leckereien in Belgien sind zum einen Waffeln und wie könnte man an dieser Stelle wohl auch die belgischen Fritten vergessen. Es ist wohl eine gewisse ausgeprägte Süße auf eine ganz eigene Art, welche die Waffeln aus der Masse anderer so herausstechen lassen. Und was zeichnet belgische Fritten aus? Ich würde sie mal als besonders knusprig beschreiben, dazu am besten extra groß geschnitten. Beides sind natürlich Snacks und sicher nicht der Kategorie gesund zuzuordnen, aber wenn man schon mal in Belgien ist, einmal muss das schon kommen. Ansonsten bietet das Land eine durchaus vielfältige Küche an und an der Küste auch gerne mit Fischgerichten. Neben höherpreisigen Restaurants findet man zum Beispiel in Brüssel aber auch kleinere Läden fürs schnelle Essen zwischendurch. Auch mit asiatischer Auswahl. Cafés liegen oft an besonders reizvollen Orten. Weiterhin ist das Fastfood-Angebot präsent. Naja, fassen wir es einfach mal so zusammen. Typische europäische Gerichte und auch Restaurants mit internationalen Speisen finden sich an vielen Ecken. Die Auswahl ist groß. Damit kommen wir zum Punkt Sicherheit. Ja, und wie immer, wenn man über Sicherheit spricht, diskutiert man ja gefühlt etwas ganz Virtuelles. Dem Hörensagen oder der Statistik nach ist am Ort XY einmal etwas passiert. Aber auch die eigene Umsicht und das eigene Auftreten kann immer maßgeblich zur eigenen Sicherheit beitragen. Das Auswärtige Amt weist für Belgien eine eher geringe Kriminalitätsrate auf. Die entsprechenden Informationen auf der Webseite sollte man aber sicher einmal durchgelesen haben. In öffentlichen Verkehrsmitteln und im öffentlichen Raum sieht man einige Leute, die mit ihrem hochwertigen Smartphone herumhantieren. Aber auch das um den Hals tragen einer größeren Kamera an belebten Plätzen habe zumindest ich nicht als problematisch empfunden und keinerlei schlechte Erfahrung gemacht. Sicher gibt es aber auch in jeder Stadt so manche Ecken, an denen man eben nicht und besonders nicht zu später Stunde derart auftauchen sollte. Mit gesundem Maß kann man in Belgien auf jeden Fall eine schöne Zeit erleben. Das waren in Kürze meine Tipps zu unserem Nachbarland Belgien. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge bereits anders empfunden habt, sofern ihr schon mal dort wart. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben, das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr auch eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch, ja, viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.